Is it? Okay, da also. Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Vielleicht mache ich es doch mit Controller, das ist vielleicht schlauer. Sie wollen, dass wir kämpfen. Kann auch sein. Aber mit so wenig Munition. Und dann gut Nacht. Ich will gar nicht wissen, wie ich das überstehen soll. Ich glaube, mit Kontrolle bin ich wirklich besser geeignet. Also wenn jetzt das Klacken zu hören sein sollte, dann tut es mir leid. Ich kann es halt mit Kontrolle besser. So, mal Senderpause. Dammit. So. Da lag doch noch irgendwo Munition. Nein, das ist nur dann ist das wahrscheinlich auch immer wieder. Oder ich hab sie besehen. Was auch immer. Wir finden es schon raus. So, darf ich die haben? Danke. Und einmal da rein. Danke. So, einmal dich. So, Position. So, einmal da hoch. Mal den Fluss entlang, vielleicht finden wir was. Geht nicht. Zu. So. Müssen wir uns halt wehren. Schöne Headshot. Auch verschlossen. Na, klasse.
jetzt haben wir ein Problem. Nicht durch, ich bin ab. Also was will das Spiel jetzt von mir, dass ich jetzt so lange überlebe, bis ich Hilfe bekomme? Oder habe ich es jetzt geschafft? Oder bin ich tot? Och nee, nicht dein fucking Ernst! Ja, da hast du sehr viele Resident Evil 4 Flashbacks. Wait, wait. Jetzt ist halt die Frage. Kann man auch zwischenspeichern? Oder speichert das immer wieder? Von selbst. Auf jeden Fall bin ich wieder komplett out of ammo. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier nichts übersehen habe. Was da drüben, weil so schnell kann ich auf jeden Fall dort nicht mehr zurück. Aber schauen wir uns hier mal kurz um. Und ich glaube, ich wird dann noch langsam Zeit, dass ich mal mit der Aufnahmesession mal beende. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu viel Aufregung. Es ist halt nur die Frage, wie das mit dem Speichern geregelt ist. Ob man auch selber noch speichern kann oder ob das immer automatisch speichert. Okay, da haben wir nochmal flüssige Chemikalien. Ach ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, jetzt muss ich schauen, wie macht man jetzt nochmal das auf? Achso, das ist die Karte. Das mit Vorhängeschloss. Aha, und das, was rot ist, ist das, was ich noch nicht alles
rausgeholt habe. Okay, dann habe ich wahrscheinlich in diesem Haus doch etwas übersehen. Da auch, dort auch. Also interessant, dann werde ich die mal näher durchsuchen. Das ist das Notizbuch. Die unterirdischen Gänge. Also ich werde auf jeden Fall die Häuser nochmal näher betrachten. Es hat jetzt nur die Frage, wie das halt mit dem Speichern geregelt ist. Weil ich habe keine Ahnung. Es scheint jetzt da nicht darauf hinzuschließen, dass es hier Speicher Dingens gibt. So Speicher, Schreibmaschinen etc. pp. Also kann man es inventar. So, einmal will ich mal Pistolenmunition herstellen. Und dann nochmal Erste-Hilfe-Arznei und nochmal Erste-Hilfe-Arznei. So, dann hätten wir schon mal wieder mal ein bisschen Pistolenmuni. Weil in der Hektik kannst du die einfach nicht herstellen. Oh, große Lykan, sagen auf der Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Okay, das ist auch nicht gerade ein sehr hübscher Spruch. Okay, dafür brauchen wir einen Dietrich. Wo auch immer der Dietrich ist. Oder ob wir noch einen Dietrich bekommen. Ich achte jetzt einfach mal von oben. Wenn jetzt da, glaube ich, nochmal so ein Symbol erscheint, das gespeichert hat, dann ist das wahrscheinlich das Zeichen, das dann einfach extern speichert. Ja, jetzt wird mir sogar noch gesagt, dass man hier jetzt auch eine Karte aufrufen kann. Okay, das führt uns also dann zum Zeremonienplatz. Und da haben wir einen Schatz. Das weiß ich noch aus der Demo. Gut, ich habe zwar die Demo selbst nicht gespielt, aber ich habe sie bei einem YouTuber gesehen. Ich sage jetzt mal lieber den Namen nicht. Ihr könnt denken, wen ich meine. Vor allem die, die mich kennen, die wissen es. Wir opfern diese Wächterziege zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, der mögen den Zornmutter Mirandas ereilen. Kommt jetzt der typischen Spruch in den Sinn? Wer würde das nicht tun? Wir machen sie einfach kaputt. Und ihr könnt schon mal sicher sein, ich werde nicht alle finden. Weil das wird doch nicht die einzige gewesen sein. Also 100 Pro werde ich nicht alle finden. Da drüben ist auch noch was. Nur kommt man da nicht rein. Gut, da hat jemand ein Kraut hingelegt. Aber hoffentlich haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Ich will gar nicht vorstellen, wie das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist. Guess this leads to the castle. Ja, da führt es also zum Schloss. Und dazu brauchen wir ein paar Schlüssel. Da haben wir noch die Festung, Friedhof und Sägewerk. Das
halt jetzt einfach bescheuert, wenn man nicht weiß, wann es genau speichert und wann nicht. Ja, mit Vorhängeschloss. Ich denke, ich zück mal das Messer wieder. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt gespeichert hat. Ich hoffe es mal. Sonst merke ich mir diese Position vor. Oder nein, ich neu starten. Oder ich schau mal nochmal rum. Vielleicht sieht mir doch noch irgendwas in der Schreibmaschine oder so. Gut, da fällt auch irgendwas. Das ist auch nicht so ein spezielles Tor. Wir sind auf jeden Fall auch hier oben an der Decke. Mal sehen. Wie zum Beispiel hier ist ein Schatz. Also das wusste ich jetzt nicht. Aber ich habe halt einen Riech, ich habe Resident Evil 4 Soft gespielt, da weiß ich schon nicht, wo die Schätze sind. Das Jungfernfragment. Ich glaube, wenn ich das nehme, dann haben wir gleich wieder ein Problem. Ah, und es ist eine Schreibmaschine, es gibt die also doch noch. Sollte Onkel Krüppel das Dorf bei... hereinbrechen, finde die zwei Relieffragmente. Eins ist in der Kirche, eins bei Luizas Haus. Und wir können also auch hier den Fortschritt speichern. Gott sei Dank. Das heißt, wir machen hier jetzt an der Stelle mal Schluss. So. Ja, gut. Das sind... Gut, wenn ich das jetzt sogar aufteile, sind das wahrscheinlich sogar zwei Parts. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich genau aufgenommen habe. Ich hoffe nur, es hat alles aufgenommen. Weil ich habe gerade keinen Überblick über das Aufnahmeprogramm, weil ich muss gerade im Fullscreen spielen. Hätte ich eine kleinere Auflösung gewählt, dann hätte die alle überall die blöden, hässlichen, schwarzen Ränder gesehen. Ich hätte das Bild nochmal anpassen müssen. Und dann hätte die Grafik darunter geritten. Na gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute für mich. Im nächsten Part machen wir dann an der Stelle weiter. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder weitergeht mit Resident Evil Village. Bis zum nächsten Mal und bleibt chaotisch. Aber nicht zu Hause. Tschüss.